Samstagabend, 11 Uhr. Und es ist wieder Zeit für Planet Side 2. Ja, ich muss mich entschuldigen für meine letzte Sendung, Let's Play, was auch immer. Dass das zwischendurch so abgebrochen ist. Ein Freund von mir kam in meinen TS-Channel und ich habe natürlich vergessen, mich zu disconnecten. Ja, wie man es so immer gerne macht. Ja, aus Fehlern lernt man. Jetzt bin ich extra im Aufnahme-Channel. Und da kommt doch so lange niemand rein, bis ich da erstmal wieder draußen bin. Ich suche mir erstmal ein Fahrzeug und guck mal, wo ich hindüse. Wo ich mich auch noch verbessern muss, ist, ich habe letztes Mal mehrere große Welten gesagt. Das ist so gesehen falsch. Da sind mehrere große Kontinente. Hier Esamir, Amerisch und auf dem wir sind Inder. Wir sind blau. Ich bin unten rechts in der Ecke am Arsch der Welt vom Krieg. Na toll. Ich glaube, ich nehme mir am besten ein Flugzeug. So, Flugzeug habe ich doch gerade noch gesehen. Das war hier. Flugzeug, ja. Da kriegen wir nur die fette Galaxy. Die will ich aber nicht. Ah, raus. Ja. Gut, das ist natürlich scheiße. Gibt es hier noch andere Flugzeuge? Ah, da ist noch ein anderer. Externe Nachbrenner Kraftstofftanks. Den bin ich noch nicht geflogen. Oder doch. Leider bin ich jetzt schon mal geflogen. So, dann fliegen wir mal Richtung... Ja, genau, da bin ich jetzt sehr informiert wieder. Richtung... Schnell auf die Map. Wir fahren richtig. Krieg ist... Da links irgendwo. Da, ne, ist zu weit. Ah, also... Oh, ein Grad da. Ja, ich habe gerade erstmal hier schön Stefan Raab Turmspringen geguckt. Bis mir das zu lange wurde. Das ist so der immer endlos. Sonst hätte ich noch die nächsten 5 Stunden wahrscheinlich gucken können. Aber ich finde es immer noch witzig. Die Einleitung, wie er reingekommen ist. Inszenierung, das kann Stefan Raab. Auf jeden Fall. So. Ist das ein Feind? Ja, ich bin im feindlichen Gebiet. Oder? Leck. Aua. Was ist denn das für einer? Der nervt mich aber. Ich bin aber ganz tief im feindlichen Gebiet. Ach du Scheiße. Großer Fehler. Auf mich ballert alles. Weg hier. Ich weiß jetzt gerade nicht, als was für eine Einheit ich hier spiele. Deshalb weiß ich nicht, ob ihr landen sollen und reparieren soll. Also landen wir einfach mal. Nein, auf uns wird immer noch geschossen. Wir landen doch nicht. Wir landen lieber hier. Ja, runter. Ich bin gelandet. Hey. Ja, wenn man das hier kennt, Profi ist, boah, perfekt neben einem Panzer gelandet. Ja, gut. Egal. Wir sind wieder zurück in unserer Base. Das ist nicht das, was ich wollte. Auf keinen Fall, weißt du, ich bin auch so doof. Wir setzen erstmal einen Wegpunkt. Da. Wegpunkt setzen. Mal
Wand, Wand, Wand. Wand, 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 Wand. Da ist der Wegpunkt. Wegpunkt ist weg. Wegpunkt. Da ist Wegpunkt. So. Ich hoffe, mich kann gleich einer reparieren, wenn ich da endlich angekommen bin. Ah, da gibt man Gas. Okay, auch schön zu wissen. Ich will jetzt gerne auch noch mal ein paar feindliche Einheiten sehen, die hier schön rumglitschen. Oh mein Gott, der kann fliegen, der kann fliegen. Hier sieht man es live. Okay, was? Ich lande doch lieber. Auf dem Land bin ich besser. Am Land bin ich besser als in der Luft. Oder doch nicht? Okay, doch nicht. Gehen wir zum Wegpunkt wieder zurück. Wo ist der Wegpunkt? Ah! Gut. So kann man es auch regeln, um an Land zu kommen. Das ist natürlich immer schön. Runter kommt man immer. Wir waren als Sanitäter unterwegs. Okay. Das ist diese blöde Wandmauer, die nervt mich ja ein bisschen. Kann man da irgendwo? Da. Sander, wo ist denn der? Och, der ist mit dem Pfandgebiet. Das ist doch schön. Das bauen wir natürlich jetzt erstmal. Als schwerer. Sanitäter, Sanitäter erstmal. So. Schneller, schneller. So fängt man Krieg an. Einfach in der gegnerischen Linie spawnen. So machen die das auch im Dritten Weltkrieg wahrscheinlich. Oder haben die das im Zweiten Weltkrieg gemacht? Einfach in feindlicher Linie spawnen und da alles niedermetzeln. Die haben natürlich Jetpacks und können damit nicht umgehen. Ah, der kann Sanitäter gebrauchen, da kann ich dem noch helfen. Ich schulde dir was. Bam, bam. So, wie kommt man jetzt da rein? Generator zerstört. Fahren mit dem Fettsack hier. Okay, die Türme sind schon alle kaputt, das ist natürlich schön. Sieht man jetzt hier. Ach nee, das ist falsch. Jetzt hier. Okay. Da war einer. Ja, schnell weitergehen hier. Ah, oh. Ach du Scheiße, aua, das hat weh. Der ist tot, den kann ich doch wiederbeleben. So. Gut, der hat nicht angenommen, auch egal. So, der ist tot. Generator in Gefahr. Man muss diese einzelnen Punkte da annehmen, übernehmen oder so. Habe ich das verstanden einmal?
Generator stabilisiert. Wo ist der? Da. Sichtkontakt zu leichter feindlicher Angriffseinheit. So. Nein, kann man natürlich nicht durch. Generator. Wie man sich in diesem Gebäude immer verirrt, ey. Das gibt's nicht. Kein Plan, wo ich bin. Generator stabilisiert. So sehen Noobs aus. Er hatte so ein dickes Geschütz dran und er kriegt mich nicht down. Das war in der letzten Runde auch so. Ja. Ich komme immer gerne von hinten. Aha. Wie ein schlechter Scherz. Okay, doch nicht. Da war einer. Mich doch ganz klar gesehen. Da zum Beispiel. Gut, den habe ich nicht gesehen. Schade. Schade, schade, schade. Okay, wie ein blöder Sniper. Natürlich. Von wem sonst? Wieder in der feindlichen Linie oder wie lange spiele ich jetzt? Sieht man nicht, schade. So, Luftfahrzeuge können bei den Landeplattformen nachbeliefert werden. Zweimal laden, dreimal laden. Gut. Nach dreimal laden kann ich die Welt spielen. Dann gucken wir mal, 15 Minuten. Ja, ich würde sagen, das reicht für diese Folge. Nächste Folge geht es weiter an diesem Punkt. Merkt euch dieses lange Rohr. So lang ist meine auch. Ciao.